Der kanadische Dollar ist immer noch bärisch, weil die kanadische Wirtschaft zu langsam wächst. Bald werden wir aber eine Trendwende sehen. Tein Güstinkik. Die Dinge stehen gut für den CAD, die Ölpreise stabilisieren sich. Wie wird sich das Euro-CAD-Paar in der Kurzfrist verhalten? Ich würde nicht behaupten, dass die Dinge allzu gut stehen für den CAD. Diese Währung wird nicht nur von den Ölpreisen bestimmt. Genauso stark wird der CAD auch von der Arbeitslosenzahl, vom Leitzins und von den Einzelhandelsumsätzen bestimmt. Der Leitzins steht bei 0,5%. Der Beschäftigtenplatzwechsel hat die Landeswirtschaft nicht gerade unterstützt. Trotz der Tatsache, dass der Zins bis auf 0,5% herabgesetzt wurde. Ich denke, dass der CAD noch eine Zeit lang bärisch sein wird, bevor er etwas später einen bullischen Durchbruch demonstriert. Die kanadische Wirtschaft wächst einfach viel zu langsam momentan. Der Loonie würde weiter sinken, falls die Bank von Kanada den Zins noch einmal senken würde. Wie sieht Ihre mittelfristige Prognose aus und was wird die Bank von Kanada unternehmen? Der Leitzins befindet sich bei 0,5% und ich finde, dass dieser unverändert bleiben wird, solange die Wirtschaft keine weiteren Schwächemerkmale demonstriert. Falls das so bleiben sollte, könnte uns das Euro-CAD-Paar eine bullische Trendwende demonstrieren. Der Euro hat sich in der letzten Zeit nicht viel besser als der CAD bewährt. Momentan gibt es Faktoren, die den bullischen Trend unterstützen. Die bullischen Signale sind bis jetzt aber uneindeutig. Das Paar müsste steigen, falls sich die kanadischen Wirtschaftsdaten verschlechtern sollten. Ihre langfristige Prognose für das Euro-CAD-Paar ist bullisch. Im Jahr 2017 soll sich der Ölpreis um ganze 50% wieder aufrichten. Sind die Ölpreise der einzige Faktor, der dieses Paar beeinflusst? Sowohl der Euro als auch der CAD werden nicht allein vom Ölpreis bestimmt. Diese Währungen hängen stark von den Konsumenten, Investoren und von den Banken ab. Genauso wichtig ist auch der Konsumpreisindex, die Arbeitslosenrate, die Einzelhandelsumsätze und der Beschäftigtenplatzwechsel. Das sind die wesentlichen Marktmover. Die europäischen Daten sehen entsprechend gut aus, während die kanadischen doch schlecht abschneiden, was das Euro-CAD-Paar bullisch beeinflusst. Auf dem Wochenchart wird das Paar zwischen 1,40 und 1,60 gehandelt. Der Schwung ist überwiegend bullisch. 1,5132 ist ein Pull-Level, welches uns nach oben befördern wird. Langfristig müsste das Paar 1,75 erreichen. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Mein Kollege Sam Meredith wird Ihnen am Mittwoch die nächste Währungsprognose vorstellen. Verpassen Sie diese nicht.